Ich brauchte für meine Shiny Champ Challenge ein Shiny Coriogel und heute zeige ich euch, wie ich das gefangen habe. Zunächst einmal begeben wir uns an die Ostseite von Boladin zu exakt diesem Punkt auf der Karte. Wir betreten die östliche Zone 1 und machen ein Sandwich. Dazu benötigen wir eine Zwiebel, drei rote Paprika, eine gelbe Paprika sowie einen rohen Schinken plus zusätzlich zwei beliebige Geheimgewürze. So erhalten wir Schillerkraft und Begegnungskraft Level 3 Feuer. Durch die Begegnungskraft erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, einem Feuer-Pokémon zu begegnen, sowie durch die Schillerkraft eben, dass ein schillerndes Pokémon erscheint. Nachdem ihr euer Sandwich beendet habt, könnt ihr euch hier nun ein bisschen durch die Gegend bewegen und ihr seht, hier erscheinen ausschließlich Coriogel in der Feuervariante. Ihr könnt die anderen Varianten von Coriogel erhalten, indem ihr ihm ein anderes Item gebt. Hierbei gibt es Nektar, sogenannten gelben Nektar, roten Nektar, rosa Nektar und purpurnen Nektar. Durch diese Nektar verändert sich die Form von Coriogel. Das heißt, wenn ihr Shiny Coriogel in allen Formen haben wollt, könnt ihr auch viermal die Feuervariante fangen und dann trotzdem den Nektar tauschen, dann habt ihr alle vier Versionen. Ich hatte tatsächlich ein Riesenglück. Direkt nach etwa einer Minute hatte ich mein erstes Shiny Coriogel. Allerdings muss man sagen, das war natürlich Glück. Das kann natürlich auch eine Weile dauern, also bringt etwas Geduld mit. Ihr wollt wissen, wie ihr ganz leicht Shiny Riolu oder Lucario fangen könnt? Dann klickt jetzt auf dieses Video.